So, heute geht's um was Leidiges. Um das nervige Quietschen beim Bremsen. Warum kommt das überhaupt? Reibwertschwankung beim Bremsen, bei so einem Bremsvorgang. Man muss überlegen, man bremst 1,5 Tonnen ab, natürlich kommen da Geräusche. Und irgendwann werden sie halt für das menschliche Gehör einfach unangenehm. Dann quietscht es. So, was machen wir dafür? Hersteller haben dafür sogenannte Sekundärmaßnahmen. Und diese machen nichts anderes als die Frequenz einfach verharmlosen quasi. Also einfach angenehmer fürs Ohr zu machen, so dass wir kein Quietschen mehr wahrnehmen. Ich habe jetzt mal hier ein paar Beispiele für die Sekundärmaßnahmen hier liegen und fangen wir mal an mit den Anschrägen von Bremsbelägen. Ja? Verhindert einfach nur, dass eine Kante auf die Bremsscheibe trifft quasi und das würde halt Geräusche geben. Deswegen sind sie angekantet. Wahrscheinlich kennt ihr sie auch, diese Geräuschdämmbleche. Die gibt es vereinzelt auch noch, aber in der Regel sind die jetzt moderner. Das sind entweder Dämmlack oder Dämmfolien. Und diese Folien reagieren ganz, ganz fies auf Schmiermittel. Also nicht schmieren, nicht ölen, gar nichts. Dann haben wir hier noch eine Variante, eine Sekundärmaßnahme. Sieht aus wie ein Sticker, ist auch ein Sticker. Die müssen wir nämlich quasi die Folie abziehen und dann soll die kleben. Also auch nicht schmieren, weil dann klebt es nicht. Kontraproduktiv. Jetzt haben wir noch die laufrichtungsgebundenen Belege. Liegt daran, es gibt zwei Seiten. Einmal Kolbenseite, die ist erkennbar durch die Sichel. Und einmal die Gegenseite, die hat eine andere Rückenplatte, die ist nämlich durchgehend. Wie wir den Belag montieren, sehen wir natürlich am Pfeil. Da gibt uns natürlich die Fahrtrichtung bzw. Laufrichtung vor. Aber macht euch keine Sorgen, für all diese Informationen haben wir eine Montageanleitung. Ich weiß, wollen wir nicht lesen, wir Männer, aber sie hilft. Von daher, viel Spaß beim Lesen. Mit ohne Bremse geht's ins Auge.